scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Über zu unserem Initiator der Impulse Tag X, des Impulse Tag X Kongresses. Und sein Name ist Ovidio Bretan und er ist Impulsgeber für Gesundheit, Geld und Glück. Er begleitet Menschen, die einen Fokus auf diese Elemente setzen und Wege in der individuellen Umsetzung suchen. Sein Lebensmotto ist: Wenn mein Warum stark genug ist, so kommt mein Wie von ganz allein. Sein Thema heute, und ich bin sehr gespannt, der Scherbenhaufen und sein hoher Sinn. Was machen wir daraus? Lieber Ovidio, die Bühne und das Mikrofon gehören dir. Einen wunderschönen guten Abend. Danke, Martina. Bitte machen Sie kurz die Augen zu. Keine Angst. Sie dürfen sie gleich wieder aufmachen. Ach, können Sie sich an diese klirrenden Scherbengeräusch, an dem ersten klirrenden Scherbengeräusch, übrigens in Ihrem Leben erinnern? Wie haben damals Ihre Eltern, Ihre Umgebung darauf reagiert? Wahrscheinlich haben alle geschimpft, Theater gemacht, obwohl es ein Glück war. Die alten Ägypter, die hatten das Scherbengericht. Was war das Scherbengericht? Also die Teilnehmer haben die Namen unliebsamen Personen auf Tonscherben geritzt. Die meistgenannte Person wurde für 10 Jahre verbannt. Auch in diesem Fall hatte seine gesamte Umgebung Glück. Vor einer Hochzeit fing in einigen Teilen der Welt der sogenannte Polterabend statt. Ein Ziel ist es, die schlechten Elemente, das Schlechte durch Laute zu vertreiben. Das zweite Ziel ist jedoch viel wichtiger. Es soll Glück bringen. Tja, ich werde Ihnen gleich sagen, wieso auch Ihnen Scherben Glück bringen können. Was ist Symbolik für uns? Es dient für jeden von uns immer, um das Symbol und seine Bedeutung erst zu verbinden. Anschließend werden wir das Symbolgehalt emotional und geistig aufnehmen und erleben. Noch einmal, wir werden das Symbolgehalt emotional und geistig erleben und es dann aufnehmen. Das heißt, wir müssen auch eine Kleinigkeit tun. Wir müssen uns darauf einlassen. Wie war das mit der ersten Tasse oder der ersten Teller, den Sie runterfallen ließen? Zum Beispiel sowas wie das hier, ne? Sie haben versucht, oder ein Dritter hat versucht, diesen Teller zu kleben. Irgendwie die Scherben zusammenzubringen. Und dann festzustellen am Ende, dass möglicherweise doch nicht alles da ist. Das ist in den meisten Fällen. Weil immer eine kleine Scherbe ist verloren gegangen. Und so ist es auch in Angestelltenverhältnis und leider oft in einer Beziehung. Es bleibt immer nur eine Erinnerung. Die Erinnerung an die Scherbe, die nicht mehr da ist. Die Tasse
sah übrigens ganz so aus. Genauso war es auch in Ägypten. Die Erinnerung an die verbannten Personen in Ägypten ist auch geblieben, denn seine Familie, sein Besitz waren immer aktuell und sie waren ja von seinem Weggang nicht betroffen. Und trotzdem war es immer wieder ein glücklicher Zustand, der sich daraus entwickelt hat. Der Scherbenhaufen zusammenkehren und neu starten. Wenn Sie wollen, dann ist das immer ein Neustart. Nutzen Sie diese Chance. Der Versuch zu retten, was zu retten ist, geht auch für eine Zeit. Ich halte es in vielen Fällen für eine verlorene Zeit. Nutzen Sie die Chance, um neu zu starten. Zum Beispiel würde ein Kind, der eine Tasse kaputt gemacht hat oder seinen Teller, eine neue bekommen, eine größere, eine schönere. Die Ägypter, die bekamen für 10 Jahre eine verlässlichere und erfahrene Person. Die Ehe ist immer der Anfang in einem neuen Leben. Jede neue Aufgabe, jeder neue Job ist eine Chance für sie, sich zu entwickeln und auch größer zu werden. Wichtig ist bestimmt die Erkenntnis unserer Geschichte. Im Laufe unserer Entwicklung als Mensch ist für uns selbstverständlich geworden, dass einige etwas bewegen. Das ist quasi eine kleine Elite von Menschen, die irgendetwas schon machen. Zum Beispiel früher gab es die Könige, die das viel gemacht haben, oder heute Politiker angeblich, oder Künstler, Priester, Denker. Menschen, die etwas für anderen tun. Menschen, die für die Mehrheit was tun. Im Gesundheitsbereich, in allen Bereichen. Ich spreche dabei nur über die positiven Beispiele. In der gleichen Zeit wird die Mehrheit die Äcker pflücken und das Wasser schleppen für die Elite. Also sie entscheiden, auf welche Seite sie leben wollen. Wissen Sie, dafür müssen Sie kein König sein. Nachdem ich 8 Unternehmen als Angestellte hinter mir hatte, habe ich erst in den Scherbenhaufen gelesen, dass ich etwas anderes tun muss und dass ich selbstständig und selber Unternehmer werden muss. Ich konnte für mich alleine etwas tun. Und das, was ich Ihnen weitergebe, ist aus der Praxis und für die Praxis. Das Scherbenhaufen 2020 und nun sogar 2021 hat gereicht. Fegen Sie es weg. Werden Sie glücklich. Fangen Sie jetzt an, selber, so wie auch gerade Andreas auch gesagt hat, die Verantwortung für sich zu übernehmen. In diesem Fall zum Beispiel auch die Verantwortung für Ihre Gesundheit zu übernehmen und nicht zum Beispiel auf eine Impfung oder Maske sich zu verlassen. Fangen Sie jetzt an, die Verantwortung für sich zu übernehmen in eine finanzielle Unabhängigkeit, in eine finanzielle Zukunft. Wissen Sie, das ist einfacher, als Sie sich vorstellen können. Und der Moment war noch nie besser als heute. Gesunde und finanziell abgesicherte Menschen sind immer auch glückliche Menschen. Sie müssen etwas tun? Ja, den Scherbenhaufen wegkehren. Das ist alles. Was sollten Sie also als erstes tun? Schreiben Sie es auf. Sie haben es gerade schon gehört. Wenn mein Warum groß genug ist, dann kommt mein Wie von allein. Und wenn Sie so weit sind, dass Sie Ihr Warum kennen, sprechen Sie mit jemandem von uns oder sogar auch mit mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend.